Liebe Leute, schaut mal, wo wir wieder sind. An unserem Briefkasten. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben gestern. Donnerhöhle, Donnerhöhle, Donnerhöhle. Seltsamhöhle, Seltsamhöhle, Donnerberg. Donnerhöhle, Donnerberg ist was anderes, okay. Seltsamhöhle, 2, 6, 3. Gucken wir mal, ob wir nochmal Aufträge für die Seltsamhöhle bekommen. Oh, Dick, der ist nur alleine da. Was machst du da? Papa hat gesagt, dass er mal auf dem Meer war. Heißt das etwa, Papa kann schwimmen? Du, Snow, kannst du schwimmen? Ja, ich kann schwimmen. Oh, du kannst also auch schwimmen. Also gut, ich werde es auch lernen. Ich werde hart trainieren. Mit was willst du schwimmen? Und nein, mach das nicht. So, Seltsamhöhle. Stahlberg, Stahlberg. Stillkappen, da ist Schwierigkeit E. Ja, machen wir jetzt nochmal hier die Seltsamhöhle. Dann haben wir nämlich die ganzen Aufträge weg und dann können wir das schwierigere Zeug nehmen, weil der Stahlberg oder was war das? Ne, der Stillkamm, da gibt es einen, wo es mehr gibt. Wir brauchen nämlich noch einen Rangaufstieg. Können wir noch viel im Inventar rumgammeln? 32, 25. Wir könnten die ganzen Plosivsamen wieder zurückstecken, weil die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Hier, hier. Den behalten wir. Beleber, Beleber kann weg. Plosivsamen kann weg. Schlafsamen kann weg. Brand kann weg. Die Sinne wäre sichtsam, wird er von einem Pokémon gegessen, wird dies in den Zustand sichtversetzt. Der ist immer möglich, Fallen zu entdecken. Der Effekt hält, solange sich das Pokémon auf der Ebene befindet und kann zudem den Zustand Blender aufheben. Der kann auch weg. Das Intensivticket kann weg. Und noch ein Intensivticket, das weg kann. Gut. So, packen wir das alles mal weg. Dankeschön. Gut, tschüss. Los geht's. Falls jemand da sein sollte, ich kann mal wieder den Chat nicht lesen. Das kann aber gleich Björns machen, wenn er kommt. Der ist nur kurz was zu trinken holen. Der Dungeon Riesenschlucht kann nun erkundet werden. War was in der Riesenschlucht? Habe ich was verpasst? Habe ich was von gestern vergessen? Jetzt muss ich wirklich mal Björns fragen. War was in der Riesenschlucht? Björns, weißt du noch, was gestern Abend das letzte war? Haben wir irgendwie einen Auftrag in der Riesenschlucht? Also kannst du dich auch nicht mehr dran erinnern, oder bist du dir sicher? Ich kann mich nicht dran erinnern. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal in die seltsame Höhle, machen die fertig. Da haben wir ja 6 Aufgaben oder so. Ja, gehen wir mit Magnetilo wieder rein. Der Auftraggeber Huthut ist auch mit von der Partie. Ja, nice. Oh, ein kleines Ratzfratz. Nochmal ran. Das hatte keine Chance. Ob die Pokémon auch mit dem Level mitsteigen, wenn ich Level höher werde, dass es dann auch schwierig ist? Oder die ganzen Anfangs-Starter-Dinger bleiben auf dem gleichen Level? Das ist hier die Frage. Wir bla.
Schwierig. Oh, ein leerer Raum. Ich bin am extrem am Überlegen. Was war denn das nochmal? Ich glaube. Moment, wir haben doch eine Aufgabe gemacht. Ja. Ach, wir sollen dahin, weil ich mich da eventuell dran erinnern kann, genau. Was ich, warum ich ein Pokémon bin. Ah, da war doch was. Genau, da war was. Ah, jetzt kommt die Erinnerung langsam zurück. Dann gehen wir doch da mal hin. Wir stehen nämlich schon fast nebenan. Björns macht den platt. Super gemacht. Ja. Hallo, möchtest du gerettet werden? Wenn es denn sein muss. Es gibt jetzt schon bessere Missionen. Wir haben die ganze Zeit... Bessere. Hi. Sag ich gleich. Mach du erstmal. Und Delo, danke für den Follow. Wir haben die ganze Zeit nur F-Missionen gehabt und jetzt können wir E-Missionen machen. Die geben wahrscheinlich mehr Erfolg, EP, was weiß ich, irgendwelche. Ich kann mir vorstellen, damit wir im Rang best schneller aufsteigen. Auch schwieriger sind, also dass die mehr reinhauen, die Gegner dann. Ja, kann schon sein. Das war nämlich auf diesen einen Berg, wo Zapdos drauf war. Das war ja der letzte schwere Gegner. Der hat einen 50er-Hit ausgehalten. Holla. Magnetilo, was tust du da schon wieder? Wenigstens hast du ihn fertig gemacht. Warte, wir wollen XP heute farmen. Gib mir den einen Wirbler. Und gehen. Und da ist die Treppe. Du hast eine Ebene erreicht, auf der Hornlio sich aufhält. So, dann gehen wir doch mal zu Hornlio. Oh, ein Dodri. Nee, ein Dodu, Entschuldigung. Ist noch kein Dreier. Ist halt ein Dodu. Wirbla? Geld. Gab. Mit der Falle. Ich glaube, das war wegen den. Das war eine Schlaffalle. Yep. Hast du auch nicht abbekommen. Zum Glück. Wegen der Spezialfähigkeit von dem Magnet, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer die Spezialfähigkeit drin hat, weil ich glaube, Magnetilo war es eigentlich nicht. Mann, Hut, Hut, wen greifst du jetzt schon wieder an? Vielleicht passt die Eule dann. Haben sie es? Ja, sieht gut aus. Okay, hier ist die Ding. Wir haben eigentlich keine Items mehr. Gucken wir aber mal, ob wir noch ein Spezial-Item oder so hier versteckt finden. Da glitzert nichts. Da glitzert nichts. Und da glitzert nichts. Nein, gibt wohl kein speziell verstecktes Items. Weiter geht's. Dodu hält sich hier auf. Hut Hut möchte neben Dodu stehen. Alles klar. Ach, kriegen wir hin. Wo ist er? Da hinten. So. Wie, was ist das denn?
Slimer. Nochmal ran, mach es fertig. Nur einmal, das Pokémon ist in Panik geraten, versucht vor anderen Pokémon zu fliehen. Dabei kann es keine Attacken einsetzen, keine Items verwenden oder aufsammeln, auch nicht die Treppe nutzen, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Die Optionen Umsehen und Anführer wechseln werden ebenfalls gesperrt. Der Zustand wird nach einer Weile aufgehoben. Oh wow. Panik. Björns, mach ihn fertig. Na gut. Björns, du musst ihm wirklich helfen. Björns, du musst ihm wirklich helfen. Oder auch nicht. Den machst du allein platt und den anderen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Björns. Ich wollte gucken, was der so drauf hat. Kopfnuss, Durchbruch. Das war Schaden der feinsten Art. Oh yeah. Ja, woo, sie haben zueinander gefunden. Nein, wir wollen den Dungeon noch nicht verlassen. Oh, ein Ponita, das mich gleich unbedingt angreifen möchte. Knochmarang! Und gleich zweimal hintereinander und das war der Instoß. Das arme Ponita lebt wohl nicht mehr. Was greift es dich auch an? Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Taubsi auffällt. Nice. Ja, ich weiß, dass ich Hunger habe. Nein, nein, Honix schon wieder. Ein Mini-Beleber haben wir gefunden. Treffe ich den so? Nochmal ran! Nice. Und Splingosch, danke für dein Follow. Ich glaube, wir müssten noch einen Auftrag auf jeden Fall haben. Gut. Genau. So. Oh nein. Durchbruch. Beides mal nicht getroffen, weil ich in der Ecke stehe. Jens macht das Vieh mal fertig. Sehr gut. Okay. Noch ein Onix. Au! Nochmal ran! Hehe, boy. Nochmal ran! Hier hätte er so eine Truhe dabei gehabt. Nice. Und Bockwurst. danke für den Follow. Aua! Das Pokémon ist unter fremder Kontrolle und setzt willkürlich Attacken und Items ein. Sein Zustand wird in der nächsten Runde aufgehoben. Nein! Mein Mini-Beleber, sammel ihn wieder ein. Gut. Schmeiß ich den auch auf den Boden, i. Gucken wir mal noch, ob es vielleicht ein geheimes Item hier gibt und erstmal einpennen. Ah, ich sehe gerade, ich habe kein Essen mehr. Ups. Jetzt machen wir was. Erstmal Schaden deswegen kassiert. Und da oben sind wieder Feinde, die wir uns jetzt holen. Knochmarang! Aua. Kopfnuss und Durchbruch. Sehr gut. Da hat es keine Chance, Wirbler. Was auch immer. Oh, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Mach mal was. Gut.
Gibt es hier ein Glitzer-Item? Nein, aber ein Pokémon. Nochmal ran! Gut gemacht, Björns. Schade, dass diese glänzenden Dinger auch nicht angezeigt werden. Ja, irgendwas Geheimnis müssen ja die Dungeons haben. Nächste Ebene. Und das könnte tatsächlich schon die letzte sein. Bin mir nämlich nicht mehr sicher. Wird daran gehindert, sich fortzubewegen. Es kann jedoch mit Hilfe von Attacken und Items weggewirbelt oder teleportiert werden. Nach einer Weile wird der Zuschauer auf Geisterpunkte sind immer runtergeben. Alles klar. Nice, eine Kiste. So. Und Wippler sind die AP alle, aber wieso die war. Ich habe die doch gar nicht so oft eingesetzt. Wippler. Wippler. Level up. Magnetilo steigt ein Level auf. So, dann helfen wir doch schnell dem Pokémon hier. Wir können ja mal... Wobei, ich würde gerne mal wissen, wie viele Ebenen der hat, wenn das... Teil hier so viele Ebenen hat, dann bringt mir das auch nichts. Seltsame Höhle. Waren wir da schon mal bis zum Ende? Nein. Haben wir denn ein Essen? So viel haben wir da nicht. Anscheinend können wir aber eigentlich weitermachen. Essen haben wir noch zwei Äpfel. Ja, gucken wir mal, wie beides noch geht. Vielleicht reicht das ja oder vielleicht finden wir auch noch mal einen Apfel. Wir uns machen den Geist fertig. Gut gemacht, Björns. So. Zitter, zitter, zitter. Da oben ist noch ein Item. Geld. Das hat sich gerade gar nicht gelohnt, aber egal. Gehen wir mal weiter. Weiter forschen möchten wir, ja. Auf dieser Ebene befindet sich ein kampffähiges Pokémon. Nein, können wir leider nicht mitnehmen, weil ich habe nur zwei Äpfel. Das ist unser Essen. Weil uns ist nämlich schon wieder ganz schwindelig vor Hunger. Aber wir sammeln das Geld noch ein, bevor wir was essen. Also das mit dem Essen ist echt ein bisschen doof gemacht. Weil man gefühlt auf jeder zweiten Ebene was essen muss. So,
Zweige, ein Lahmzweig. Das rennt weg. Jens greift natürlich wieder an, ohne uns andere einzuladen. Warum sollte er auch? Kriegt es ja auch alleine hin. Oh Gott. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder alles eingesammelt. Magnetilo schafft das schon. Sag ich doch. Weiter geht's. Nochmal ein Onyx. Da holen wir uns doch gleich nochmal einen Top-Äther. Und trinken den mal noch kurz für Knochmarang, weil das geht relativ schnell alle. Björns denkt sich dabei aber nur, gut, da mache ich den halt alleine platt. Yep. Okay, weiter können wir nicht. Intensivticket und Regenbogengummi. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Hier Geld und Teampunkte, damit ihr cooler werdet. Oh, danke schön auch, dass ihr mir geholfen habt. Hier meine Belohnung und den Rest, den ich euch zuschieb. Schieb, schieb. Hier habt ihr meine Belohnung. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich gerettet habt. Ciao. Dankeschön. Hier. Der hat eine schöne hohe Stimme dafür, dass er ein Kerl ist. Oh, danke, dass ihr mich und meinen Freund gerettet habt. Hier bitte die Belohnung. Müssten dann alle gewesen sein, ja. So, gehen wir schlafen und dann gucken wir mal auf den Berg. Was es da Tolles gibt.